Die gucken nicht unsere Schwänze an, wir begutachten unsere Penisse und lernen sie neu kennen. Ja, okay. Wow! Ganz andere Perspektive. Jawohl. Aber wir können den Cupcakes diesmal wirklich machen. Ja, das ist eine richtig, richtig süße Idee. Pass mal auf, was jetzt davon. Ich habe mir noch was überlegt. Das Vulva-Watching kam mir extrem gut an bei mir. Ja. Das hat dir ja richtig geholfen. Ja, und ich dachte, vielleicht beim nächsten Mal, dass wir das Teilnehmer. Was heißt gerade ihr? Vielleicht besorgen wir so kleine Leinwände. So kleine Leinwände, dann haben die ihre Vulva da drauf. Das könnte richtig süß sein. Vulva-Watching? Also, Muschi schauen? Also, ihr macht einen Workshop zum Muschi schauen? Sitzt ihr dann alle nur so da und guck mal hier meine. Hier, guck mal meine. Guck mal meine. Das ist nicht viel. Das ist nicht. Da sitzen da erwachsene Frauen da, stehen dann so da so. Hallo. Klatsch, 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 klatsch. Hallo, Kamelfuß. Lass mich mehr sehen. Kamelfuß. Hey, Tuta! Tuta, Daniel! Geil, Digga! Schatz, so ein bisschen Salat? Ja. Also, Vulva-Watching. Möglicherweise, unter anderem, sind genau solche Reaktionen doch so eine Männer wie ihr ein Teilproblem dessen, dass Frauen ein Problem mit ihrer Vulva haben. Das kann nämlich sehr hilfreich sein. Weißt du, wie viele Frauen ihre eigene Vulva nicht schön finden, ihren eigenen Körper nicht schön finden, weil sie überall Ideale sind, die im normalen Leben so gar nicht sind? Jede Vulva hat aber ihre Daseinsberechtigung und jede Vulva ist schön. Und da kann das durchaus helfen, das eigene Selbstbild und den eigenen Selbstwert zu stärken. Also, Emmy hat eine schöne Vulva. Es sei denn, die gute Frau hat nämlich so einen Freund wie dich. Dann ist sie auch Hopfen und Malz verloren. So. Weißt du, du hast mir letzte Woche versprochen, du supportest mich jetzt und du stehst jetzt hinter mir. Du verstehst mich. Du hast aber keinerlei Interesse und keinerlei Verständnis für das, was ich hier mache. Ich hab dir doch das Café hingegeben. Das ist doch, da kannst du jetzt deine Workshops machen. Das ist toll, da danke ich dir auch für. Aber trotzdem solltest du mal die Beweggründe dessen verstehen, warum ich das hier mache. Das ist kein Thema, dass man es ins Lächerliche zieht. Schatz, fahr sie mal ein bisschen runter. Ja, wir müssen uns jetzt fertig machen. Das war nur ein Scherz. Übrigens, ich hab selten so gedacht. Beider Pimmelchen. Betone ich auf Pimmelchen. Ich hab kein Pimmelchen, ne? Ich hab die Eiersalat? Alter, ich verstehe die Frauen einfach nicht. Ich kann das nicht begreifen. Ich kann das nicht begreifen. Franzi ist immer noch sauer. Immer noch. Franzi ist aber auch Franzi. Franzi ist immer mal ein bisschen beleidigt. Wegen einem Witz. Ich meine halt, der ist doch witzig. Komm, ich stell dir mal vor, sieben Frauen sind im Kreis so. Hallo, na, schön dich zu sehen. Ist so schön, Alter. Oh, hab ich doch. Ich glaube, auch wir mit so einen Scheiß machen. Genau, Alter. Verstehst du? Ich meine halt, sorry, aber der Witz, der steht mir noch zu, den darf ich doch bringen. Man steht mir so vor, sieben Frauen im Kreis mit so einem Aber egal, egal. Trotzdem, guck mal, was halt für sie alles aufgeopfert? Ich geh los, verstehst du, zu so einer Sex-Positiv-Party, bin dabei, ne? So, obwohl ich darauf keinen Bock hatte. Dann lass ich sie auch noch die Workshops hinten im Café machen. Dicker! Weißt du, so, ich interessiere mich für ihr Thema. Ich weiß, aber ich hab auch volles Interesse daran. Aber wir wissen doch, Franzi und ihr Humor sind manchmal nicht auf dem grünen Zweig. Ja, aber trotzdem, das ist doch witzig. Ich meine, das ist witzig. Wie würde das verstehen? Ich weiß nicht. Ich meine, verzweifelt langsam. Ist das okay bei dir? Ja. Okay. Weißt du, und ich meine halt, ich lieb sie halt. Wissen und ich will ja auch, dass sie das Gefühl hat, dass ich sie voll und ganz mit allem unterstütze und hinter ihr stehe. Genau. Also muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, damit wir halt. Ah! Oh, was? Mann, Alter, immer diese Brainstorming, ich werde langsam irre. Immer muss ich irgendwie was gerade biegen. Ja, dann benimm mich doch einfach mal. Ich hab ne Idee. Pass auf. Du kaufst den Spiegel. So, auf mit der Scheiße. Pass auf, du musst die Schicht für mich übernehmen. Ja, klar, hi. So, und Emmy muss dir nachher sagen, dass sie auch jetzt die Schicht im Café übernehmen muss und dann schickst du Franzi zum Hausbuch. Ja, hast du vor? Digga. Ja, gleich. Wenn ich Erfolg habe, sag ich's. Na klar. Holst du jetzt wirklich einen Spiegel? Nein. Digga, hol dir so ein Lolli mit einer Vagina drauf. Komm, klar. Fenster schickt mich. Ich hab ihm befohlen, dich zu schicken. Also hör mir gut zu.
weil ich halt so plump war und so dumm, regelrecht so einen schlechten und niveaulosen Witz heute früh zu reißen, habe ich mir gedacht, um dir zu zeigen, dass ich dich respektiere und die Sache, die du tust, dass ich das wieder gut mache. Und zwar mit einem romantischen Dinner. Ich habe extra für uns gekocht heute. Ich habe extra deine Lieblingsblumen klar gemacht. Ne? Hier, riech mal. Riech mal. Hallo Schatzi, riech doch mal. Ja. Wow. Noch nie so eine tolle Blume gerochen. Pass auf. Das ist ja noch nicht die Krönung. Du hast auch extra die Tischdecke rausgeguckt. Ja, die italienische gut, oder? Und pass auf, es gibt nicht nur einfache Nudeln. Nein. Pass auf, wisst ihr, was die tippt? Die tippt richtig gute Nudeln. Ist das geil? Ist das geil? Also eigentlich wollte ich ja Vulva-Nudeln besorgen, aber ich finde, na, Penisnudeln tut's auch. Glied, das sehe ich. Genau, Glied. Glied. Und ich habe mir extra gedacht, da haben wir männlich und weiblich vereinen, eine Tomatensauce gemacht. Steht für Menstruationsblut. Ha? Ist das nicht geil? Ist das nicht clever von mir? Das ist so toll. Und jeder Penis ist auch unterschiedlich. Guck, da haben wir. Ich bin auch richtig dämlich. Ich lasse mich jedes Mal irgendwie wieder von dir breitklopfen und du verarschst mich. Wie, was? Du ziehst das schon wieder maximal ins Lächerliche. Wie zieht ihr denn ins Lächerliche? Hab ich doch heute Morgen. Nee, du machst Sex positiv. Mit vielen Worten, ich geh zurück zu Emmy. Hä? Jeder Penis ist unterschiedlich. Da hat der eine einen großen Hohl und der daneben ist ganz klein und das ist wieder andersrum. Ja, das ist super witzig für dich, ne? Das ist super witzig. Ist nicht super witzig, das ist. Divers ist das. Das ist, hier Unterschied und so. Macht 17 Euro. Okay, aber danke, ich denke, pass auf der Frau auf, ne? Ich muss mich sehen. Okay, ciao, ciao. Ja, ciao. Ja, kannst essen. Du guckst wie Franzi. Ist Franzi da? Nee, also sie war da, aber dann ist sie mit Emmy irgendwie was trinken. Ah, klar. Penisse? Ja, Mann, ich hab mir richtig Mühe gegeben. Ich hab mir gedacht, so, boah, ich mach so ein richtig cooles, in meinen Augen, sexpositives Essen mit Penissen und so. Und dann hat sie gedacht, ich will sie verarschen. Die denkt, ich kreuz sie. Dass ich dieses ganze Sexpositiv-Ding nicht ernst nehme. Nicht ernst nehme, aber ich begreife es nicht. Alter, das ist doch mega geil. Ich bin an einem Punkt, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich machen soll. Was soll ich noch tun? Ich bin einfach, ich verstehe nur noch Unterchinesisch. Dann würde ich sagen, Dog an! Oh yeah, nimm den großen Mann in die Hand! Digga, du bist gerade ganz schön, findest du ganz schön geil, ne? Findest du ganz schön geil, so eine kleine Nudel in der Hand zu haben, wa? Kennst du irgendwo, ja? DKL-Theorie, kleiner Mann, großer. Digga, großer Mann, wir kennen uns seit dem scheiß Kindergarten, ich weiß, dass das nicht so ist. Frag Emmy. Ey, sie wird wieder bestätigen. Ah, so. Aber Digga, ist doch voll die süße Geste. Ja, ist es auch. Aber sie hat gedacht, ich will sie verarschen. Also, verstehst du? Ich verstehe langsam auch nicht mehr, was ich machen soll. Was soll ich noch tun, Alter? Soll ich mir eine Ersatzmuschi raufmachen? Oder soll ich vielleicht nachher noch Peniswatching machen? Oder mir irgendwie so, keine Ahnung, mich als Geschlechtsorgan verteilen? Du bist intelligent, wenn du im Stress bist. Bist du das eigentlich bewusst? Wenn ich mal in der Schule so gewesen wäre. Digga, du hast die Antwort. Pass auf, deine Frau ist ständig zickig, weil du nicht verstehst, was sie mag. Psychologie, verkehrte Welt. Du müsstest machen, was deine Frau macht. Peniswatching, sie schaut sich ihre Mumu an und du schaust dir jetzt dein Pipi an. Und dann kannst du verstehen. Es ist dein bester Freund und musst wissen, ob wir dein bester Freund von uns sind. Digga, wir haben vorhin darüber Witze. Hä? Wir machen das doch jetzt nicht. Du willst verstehen, warum Franzi ständig auf dich sauer ist. Ja, aber... Also musst dich auch mal in eine Frau hineinversetzen und einfach mal den... Weißt du, wie ich meine? Digga, cool, das ist ein Spiegel. Und ja. Für mich und dann schauen wir mal, was unsere... Ob sie gesund sind von unten. Okay? Digga, Männer ist gesund. Ich schau dir mir jeden Tag an. Okay, Nickerle, Tür ist abgeschlossen, es kann keiner reinkommen. Also ich würde sagen, zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Du ziehst meine Hose aus, ich zieh deine aus und dann knutschen wir noch ein bisschen. Ja, mach dich nackig, Alter. 1, 2, 3. So, siehst du mein Schniede? Digga, wir nehmen das hier ernst. Alles klar, du hast den Vorschlag gemacht. Ich will Franzi verstehen, wir nehmen die Scheiße hier ernst. Alles klar? Hier ist der Spiegel. Warte auf mich, ich muss ein neues Bild rein. Digga,
Ich meine ja nur, ich dachte, wir gucken uns ein bisschen unsere Schwänze an und dann ist gut. Wir gucken nicht unsere Schwänze an, wir begutachten unsere Penisse und lernen sie neu kennen. Ja, okay. Wow! Ganz andere Perspektive. Jawohl. Cool. Hast du Angst oder warum ist der so clean? Digga, es ist erstmal, hat nichts mit der Größe zu tun und zweitens, hier ist es verdammt kalt. Hier ist es nicht kalt, Digga. Hier ist es kalt. Du hast einfach nur Angst. Nee, ich hab keine Angst. Boah, von unten sieht er abgefahren aus. Das ist, warum Emmy mal ein Foto haben wollte von unten, von meinen Hohen, weil der länger und größer aussieht. Kette. Krass. Und wie fühlst du dich dabei jetzt, wo du ihn so betrachtest? Ja, also ich sehe jetzt erstmal wirklich, wozu mein bester Freund imstande ist. Und zwar für hemmungsloses... Digga, ja? das ist ein Körperteil von dir. Den musst du auch darfst du nicht nur für das eine betrachten. Ich meine... Ich weiß nicht, ob das ein Körperteil bei dir ist. Bei dir sind eher, glaube ich, ein Pickel, weil so klein ist er. Digga, hör auf, um zu spielen. Meiner ist größer als deiner. Aber auch das spielt keine Rolle. Verstehst du? Oh, mein Hohn, was sind das? Der Penis kann mehr als nur Vögel und Pinkeln. Mein Hohn, das gefällt mir aber nicht. Der hört zu dir, wieso? Ja, guck mal wie hier. Dein Hohn gefällt dir nicht. Es ist auch, der Gehirn, der Hohn ist auch ein Teil von dir. Sag doch dein Hohn mal was Nettes. Was soll ich dir mein Hohn sagen? Ja, zum Beispiel ist schön, dass du immer an meiner Seite bist. Ich sag jetzt nicht zu meinem Hohn, schön, dass du immer an meiner Seite bist. Schön, dass du immer schön Eiweiß rauspumpst oder was? Ja, das hat nichts mit dem Eiweiß zu tun. Ja, mein Schwede, guck doch mal. Komm mal hier runter. Kick dir doch mal an. Da, das sieht doch nicht gesund aus. Das können wir auch mal gucken. Was sieht da nicht gesund aus? Was? Was macht ihr hier? Schwede, ihr echt jetzt? Ist euch eigentlich kalt? Ja, ist zu. Du hast doch einen Schaden. Hose hochziehen. Ich hab Florian Schiele gesehen. Denk, Spiegel. Florian, der Spiegel! Sind das nicht die von unseren Workshops, also von deinen? Ja, die haben ihre Schniebel angeguckt. So, jetzt ab ins Bett, Mann. Kacke. Hey. Hi. Na, du hier? Jeden Abend. Ja. Boah, Schmitti, Alter. Du stinkst. Ja, ist Deo. Wegen Albträume. Wenn man Albträume kriegt, dann fängt man an zu schwitzen. Und ich fall vermutlich in ein Koma. Dann schläfst du mindestens gut. Abgesehen davon, wie war's? Was? Na, was hast du damit gerade so gemacht? Naja, da ich ja keine, Juna habe. Joni, Manika, naja, und Heiken hat mit Kretze Peniswatching gemacht. Ja. Cool! Echt? Cool. Mann, das ist so cool! Ja? Du hast mir wirklich zugehört. Du hast das aufgenommen, was ich gesagt habe. Klar, nee, ich hab auch. Ich dachte, ich rede nur gegen eine Wand, aber du hast mir wirklich zugehört. Klar. Das ist so wichtig und man kann ja auch nichts richtig und nichts falsch machen. So alles ist vollkommen. Obwohl, ich hab Kretze gesagt, dass sein. Einer Hohn, der zu groß ist, zu ihm gehört und er ihn akzeptieren muss. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. Alle Hoden sind okay, alle Hoden sind schön. Ja. Ja, man muss einfach nur Kumpels mit seinen Hoden sein. Darum geht's ja. Ja, ja. Niemand kann sagen, was richtig und was falsch ist. Ich finde das ganz toll, dass du das gemacht hast. Klar. Ja, obwohl, ich muss auch ehrlich sagen, ich war ein bisschen eingeschüchtert, als du und Emmy da aufgetaucht sind. Und dann war ich auch ein bisschen verletzt, weil ihr uns ausgelacht habt und... Ich hab dich nicht ausgelacht. Na, hast du. Also es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe, das wollte ich nicht, aber ich hab dich nicht ausgelacht. Okay. Ich hab dich lieb und charmant angegrinst, weil ich mich so gefreut habe, dass ihr eure Hoden anguckt. Ja. Das ist doch ganz toll. Ganz toll, ja. Hast du was gelernt? Ja. Alles gut, so wie es ist. Es gehört zu mir. Finde ich auch. Ja. Trotzdem bin ich noch ein bisschen sauer, deswegen, weil du mich ausgelacht hast. Also, weil ich das Gefühl hatte, dass du mich auslachst. Ich hab dich nicht ausgelacht. Aber wir können wieder gut machen. Ja, wie denn? Soll ich mir den kleinen Schmitty noch mal angucken? Hm. Kann ihn auch trösten. Trösten musst du ihn nicht. Außerdem ist er nicht mehr der kleine Schmitty. Nein, ist er nicht mehr. Das ist jetzt der große Schmitty. Mhm. Ja. Oh, jetzt ist er der ganz große. So mag ich ihn am liebsten. Die Hose. Guck mal, ich hab dir sogar was mitgebracht. Muss ich ja nicht denken, weil du Koch bist. Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Ich dachte, du freust dich darüber. Und wenn wir schon dabei sind, ist
tut mir auch leid, wie ich mit dir umgegangen bin in letzter Zeit. Ich wollte nur Brötchen kaufen gehen mit dir und komm wieder mit einer Kiste von Sperrmüll. Ich verkauf die Kiste. Was denn, für einen Euro oder was? Warte, dafür krieg ich bestimmt 100. Ich zeig dir den Zaubertrick und dann nehme ich die Kiste für einen Fuffi. Fett. Fett, Mann, fett. Sag schon mal manche Sprüche. Nee, Mac, da sind ein paar Sachen weg. Hallo, ich habe hier persönlich einen Brief für Lennart Meyer. Vom Amtsgericht? Na, Lennart,